da sind wir mit dem nächsten Part. Ja, ich bin gleich tot, scheiße. Tolle Klamotten, Amigo. Beklaust du Vogelscheuchen? Na toll, der sitzt da drin und ich kann nicht machen. Das hat das Silo ins Wanken gebracht. Jetzt musst du ihm noch den letzten Schlag verpassen. Silo. Im kurzen Zweifel kriege ich jetzt Medipack her, ich habe keine Lust, dass wir so sterben. Ja, sauber. Aber wir haben immer noch nicht wirklich viel Gesundheit, also... Naja. So, Zwischensequenz, wenn auch kein lange. Juhu. Ja, wir landen im Baum. Und das war die erste Mission dieses Parts, die zweite kommt jetzt. Ich glaube, das war eins der ersten Spiele, was weiß ich. Geh ins Farmhaus der Virgilius. Das Auto ist Speicherfunktion. So. Wir sind ein böser Gärtner. Ich bin gefragt, wie warst du sowieso immer der Gärtner, also macht es keinen Unterschied. Ob wir jetzt nicht der Gärtner sind oder doch. Warum fängt der nicht an zu brennen? Geht doch. Ja. So, ich sollte relativ viele Waffen haben, weil jetzt gleich kommt ein Bosskampf. Tolle Klamotten, Amigo. Beklaust du Vogelscheuchen? Ach, nein! Was ist das? Komische Oma. Ey, die killt mich. Geh weg. Ihr seid nicht nur Bauernlümmel, sondern auch Dreschflegel. Schlecht texturierte tote Kadaver. Ja. Die Standardpistolen sind so billig, Dinger, ey. Ja, komm, Hut. Da war ich. Ah, jetzt kommt der Bosskampf, deswegen speichern wir noch einmal, bevor ich jetzt gleich wirklich mal sterb. Alles cool bleiben! Das ist ein Überfall! Nimm den Schlüssel! Den ja. Autoschlüssel und dir passiert nichts. Okay, dann nicht. So viel zum Mexikaner. Goldener Colt. So. Kann das sein, dass der übelst groß ist, der Film? Wenn du deine Schwester heiratest, bist du der Onkel deiner Kinder. Hurricane Ramirez! Wärst du mal bloß auf deinem Traktor hocken geblieben? Das hat nichts gemacht. Mach mal das. Komm, verreck.
Du hast schon gestunken, als du noch gelebt hast. Ja, glaube ich auch. Nimm den Schlüssel und ab zu den Garagen. Ab zu den Garagen. Stehen ja nur wieder 5 Gegner. Schlüssel, Gesundheit, Gewehr, Gesundheit. Gesundheit habe ich aber voll. Hurricane Ramirez! Tolle Klamotten, Amigo. Beklaust du Vogelscheuchen? Ey, jetzt hat er das dreimal in einem Part gesagt. Das reicht dann so. Nix. Speichern brauche ich nicht. Vorsichtig gehört nicht zu deinem Wortschatz. Aber sei vorsichtig mit dem Auto. Ich soll vielleicht auch die Garage aufmachen. Du bist ein echter Spielverderber. Weißt du das? Wir geben Gas, obwohl wir noch nicht eingestiegen sind. Aber wacht er nicht. Cool, der Typ hat DRE als Kennzeichen. Der hört also amerikanischen Hip-Hop. Oh nein, wir hängen fest. Ach, egal. Es ist voll Alarm für Cobra 11 Niveau. Scharfer Move! Also vorsichtig war ich mit dem Auto jetzt noch nicht. Das ist leider schon voll im Arsch. Oh nein, jetzt ist es explodiert. Aber es ist ja ein Let's Play, also kommt Fails halt mit rein. Den Autoschlüssel und dir passiert nichts. Okay, dann nicht. So viel zur mexikanischen Gastfreundschaft. Wenn du deine Schwester heiratest, bist du der Onkel deiner Kinder. Du hast schon gestunken, als du noch gelebt hast. Nimm den Schlüssel und ab zu den Garagen. Oh, ich hab schon Zurückspulen voll. So, jetzt kommen die versprochenen Wrestler. Oder der versprochene Wrestler. Komm, schlag sie kaputt. Ich helfe mal. Also, ich finde die geil. Naja. Nach der Zeit sterben die einfach ohne Grund. Diesmal speichere ich hier, bevor ich wieder irgendwie das Auto kaputt mache. Na komm, ich will. Ja, überschreiben. Weiter. Deswegen. Vorsichtig. Fahr ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Aber sei vorsichtig mit dem Auto für Morans. Du bist ein echter Spielverderber. Weißt du das? Yeah. Kann ich da drüber? Nö. Naja. Wir müssen erstmal hier die Gegner bearbeiten. Aber das geht schnell. Fertig. Wie viel geht denn hier in Flammen? Schon krass. Naja. Oh nein, da brennt's. Was ist passiert? Egal, Hauptsache das Auto ist noch kaputt. Ist noch kaputt. Ist noch nicht kaputt. So, durch den Kaktus durch und auf zum Ende der Mission. Ja, ja, komm. Lass mich davon ruhen. Komm, verpiss dich, Alter. Exzellente. Virgilius. Was ist jetzt sinnlos? Toll. Dafür habe ich meinen Arsch riskiert.
Man muss die Sprache der Straße können, wenn man mit den Großen spielen will. Das schreibe ich mir schnell irgendwo hin. So, das war die Mission. Die nächste, beziehungsweise die nächste Nebenmission kommen in den nächsten Part. Und euch noch einen schönen Tag.